Linsen gehören zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit, denn sie werden seit fast 10.000 Jahren in Ägypten angebaut. Heute ist das nicht mehr so und sie kommen hauptsächlich aus Spanien, Russland, Südamerika, den USA oder auch Vorderasien. Die kleinste Vertreterin aus der Familie der Hülsenfrüchte gibt es dabei in vielen verschiedenen Varianten, von deftig bis edel. Je nach Sorte schmecken Linsen mehr oder weniger nussig, leicht süßlich oder auch würzig. Etwas Säure, zum Beispiel durch milden Essig oder Zitronensaft, hebt das Aroma der kleinen Hülsenfrüchte noch zusätzlich. Deftige Linsensorten wie Tellerlinsen harmonieren perfekt mit geräuchertem, leckerem Gemüse und kräftigen Gewürzen wie Kümmel oder Lorbeer. Linsen müssen vor dem Garen übrigens nicht eingeweicht werden, behalten aber eingeweicht beim Kochen eher die Form. Die alte Küchenregel, dass man Linsen erst nach dem Kochen salzen darf, könnt ihr übrigens ebenfalls getrost vergessen. Sie werden auch gesalzen gar und bekommen so sogar noch ein besseres Aroma. Ganz klassisch werden Linsen für Eintöpfe und Suppen verwendet. Sie schmecken aber auch exotisch abgeschmeckt als Curry, Püree, Paste oder Aufstrich, Bratling oder Salat. Probiert es doch einfach mal selbst aus.